Traditionen, Rekorde, Mythos. Der 24-Stunden-Klassiker von Le Mans, seit 9 Jahrzehnten Synonym für Motorsportlegenden und Rennsportleidenschaft. Mit 12 Siegen aus 13 Starts in den letzten 1,5 Dekaden hat sich Audi dabei seinen festen Platz in der Geschichte des Langstreckenklassikers gesichert. 2014 kommt es nun zum lange ersehnten Duell zwischen Audi, dem Dominator des 21. Jahrhunderts, und Porsche, dem Rekord-Le Mans-Sieger, sowie Toyota, einer weiteren großen Kraft in der Prototypenklasse. Alle drei stellen sich in diesem Jahr einem direkten Vergleich und strecken ihre Hände nach der begehrtesten Trophäe im Langstreckensport aus. Im Motorsport geht es immer um die Challenge. Richtige Racer heißen diese Challenge immer willkommen. Es gibt eine neue Herausforderung durch Porsche, die nach 16 Jahren wieder zurückkommen. Alle bei Audi Sport sind ganz ohne Zweifel echte Racer. Toyota wird stärker sein, und das ist es, was dieser Ort immer entstehen ließ: Leidenschaft von den Fans und gutes Racing. Le Mans ist eines der beliebtesten Events. In den letzten Jahren ist für die Fans alles getan worden. Wir haben die Fans in den Mittelpunkt des Rennens gehoben. Das war im Übrigen schon immer der Fall. Wir wollen sie unterhalten. Wir wollen, dass sie eine Art Gefühl für Le Mans bekommen. Das ist auch einer der Gründe, warum das Rennen für die wichtigsten Automobilhersteller, aber auch für die wichtigsten Fahrer so wichtig geworden ist. Le Mans ist eine Art Mount Everest des Motorsports. Um hier in Le Mans zu fahren, beispielsweise mehr als 300 km/h in der Mulsanne Strait, ist wie für einen Segler das Kap Horn zu bezwingen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Le Mans ein so außergewöhnliches Rennen ist. Für die Hersteller, für die Fahrer und natürlich auch für die Fans. Der Dreikampf um die Krone in Le Mans, ein Kampf unterschiedlichster Fahrzeugkonzepte. Ottomotor gegen Dieseltriebwerk, Turbomotoren gegen konventionelle Sauger. Vieles ist erlaubt, doch eines muss von allen erfüllt werden. Das Kernziel der 2014er Regularien ist Effizienz. Wir haben die Freiheit, eine Technologie zu wählen. Und die verschiedenen Technologien werden am Ende gleichgerichtet durch die Menge der Energie, die man nutzen darf. Ein im Motorsport einzigartiges Konzept, das durch den Einsatz unterschiedlichster Hybridkonzepte noch vielgestaltiger wird. Unsere Mitbewerber nutzen verschiedene Speichersysteme, beispielsweise Batterien oder Kondensatoren. Audi verwendet ein Schwungrad. Beim Bremsen liefert die Vorderachse Energie über die Motorgeneratoreinheit, die den elektrischen Schwungradspeicher beschleunigt. Und wenn der Wagen beschleunigt, wird die Energie dann wieder an die Vorderachse zurückgegeben und verwandelt den Audi in einen Quattro. Porsche und Toyota setzen ebenfalls auf temporären, durch das Hybridsystem einsetzenden Allradantrieb, der einzigartiges Fahrverhalten ermöglicht. Es ist, als würde man die Zukunft fahren. Und wenn man rausbeschleunigt, dann verschwindet man einfach aus der Kurve. Bei den ersten beiden Rennen der FIA World Endurance Championship in Silverstone und Spa trafen die Konkurrenten bereits aufeinander. Sowohl in England als auch in Belgien lieferten sich Audi, Porsche und Toyota über lange Strecken enge und umkämpfte Duelle, die auf ein spannendes WEC-Saison-Highlight Appetit machen. Es ist ein sehr starkes Feld, sehr viele Autos sind konkurrenzfähig. Das ist gut für die Meisterschaft, gut für die Zuschauer und gut für Langstreckenracing. Wir wollen Teil davon sein und dafür kämpfen wir. Ein Favorit für den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans lässt sich aber auch nach den 2 gefahrenen Rennen in der Langstrecken-WM nicht benennen. Denn Le Mans hat bekanntlich eigene Gesetze und die Auftaktrennen dienen daher nur bedingt als Benchmark für das anstehende Saisonhighlight. Zudem werden noch spezielle aerodynamische Änderungen ihren Weg an die Boliden finden. Eher am 14. Juni die Karten endgültig aufgedeckt und beim wohl bekanntesten Rennen der Welt die Helden der Vergangenheit und der Gegenwart zum Duell um die Zukunft antreten werden.